Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 16. September und der Till ist hier von Till und sein Vlog und der Sashi ist auch da. Und wer hat heute Geburtstag? Unter anderem mein Sohn. Ach so. Alles Gute zum Geburtstag. Also das ist nicht dein Sohn da hinten, ne? Nein. Das ist nicht mein Sohn. Ja. Das ist Christine Urspruch. Christine Urspruch, wie heißt sie? Ursprung. Ja. Hey, woher kenne ich denn die? Die kennst du wahrscheinlich aus dem Münster-Tatort. Da ist sie in der Rechtsmedizin neben dem Rechtsmediziner Börne. Hä? Kenn ich nicht. Oder als Sams. Sie hat das Sams gespielt. Ach, das ist doch die, die ist so kleinwüchsig. Ja, das ist meine. Ach so, Person. Sag das doch. Die hat doch mit dem Jan-Josef Liefers da diese Münster-Tatorte. Habe ich gerade gesagt. Also du hast nicht Jan-Josef Liefers gesagt, du hast nur diesen, den... Börne und Thiel. Börne und Thiel, ist mir doch wohl. Also ich finde den Münster-Tatort zum Beispiel totale Kacke. Ich finde, das sind die Besten. Was? Das ist ja totaler Hirnriss. Nein, das ist super. Boah, Alter. Das ist ja wohl der totale Rotz, diese Jan-Josef Liefers-Tatorte. Nein, die sind super. Das ist besser als dieses pseudo-mystisch, dunkel. Weißt du, wenn du diese anderen Tatorte guckst, immer mit diesem Graufilter drüber und wir haben eine Leiche. Und da kannst du wenigstens lachen. Da kannst du überhaupt nicht lachen. Der Humor ist für die Füße bei Jan-Josef Liefers und dem, wie heißt der Anna? Aber auf jeden Fall hat Tills Sohn auch Geburtstag. Ja, wir sagen hier Happy Birthday, damit wir die Sache mal hier rund kriegen, weil es ist ja... Im Tatort kann man, also da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das ist eine Katastrophe, ehrlich. Am 16. September hat auch der Spielbetrieb in der Metropolitan Opera House hat stattgefunden, hat aufgenommen, ja, ging dann los. Das war 1966, hier ist das Opera House. Also wenn du da mal spielst, da gucken schon 3-4 Leute zu, ne? Das, ja, wenn sie eine Eintrittskarte gekauft haben, ja. Ja, klar, logisch. Und was war am 16. September noch? Das ist wieder ein Aktionstag. Und zwar der Tag zur Erhaltung der Ozonschicht. Ah, also auch wieder von mir quasi die brisanten und wichtigen Themen. Ozonschicht. Ja. Till bringt hier die wichtigen Sachen rein. Genau. Ja. Einer muss ja hier für den ernsthaften Journalismus zuständig sein. Danke. Tatort, Jan-Josef Liefer sah ich nur. Alter. Naja, egal. Am 16. September hat auch die Schweiz die Todesstrafe im Militärstrafrecht abgeschafft sozusagen. Im zivilen Strafrecht war es schon seit 1942 abgeschafft, aber da jetzt seit 1991 wurde das in der Schweiz im Militärstrafrecht abgeschafft. Und die letzte Hinrichtung war in der Schweiz 1940. Das, ja. Also das geht noch, ne? Also jetzt ist schon relativ lange her. Auf jeden Fall. Aber trotzdem ist die Todesstrafe erst 1991 im Militärstrafrecht abgesagt worden. Ja? Also das ist schon relativ lange, in Hessen ist ja die Todesstrafe immer noch da. Aber Bundesrecht vor Landesrecht, deswegen gibt es auch keine Hinrichtung in Hessen. Richtig. Wobei manchmal, ich kenne da so 2, 3. Persönlich? Ja, das sind so Tatortliebhaber von Jan-Josef Liefers. Die könnten dann irgendwie auch da mal belangt werden, weil es ist ja eine Katastrophe mit denen. Also wo ich dir auf jeden Fall recht gebe in Bezug auf Jan-Josef Liefers, ist, wenn es um seine Musik geht, ja, unterirdisch. Boah, Alter. Wo ich den gut fand, war bei Knocking on Heaven's Door. Da fand ich den gut. Ja. Aber da fand ich auch das erste Mal und einzige Mal Til Schweiger gut. Wo fandst du denn Til Schweiger noch gut? Nirgends. Sag ich doch. Ja. Einmal sind wir einer Meinung. So ein Hammer. Ja. Ich glaube, ein gemeinsamer Filmeabend von uns wird nicht zustande kommen. Nee, also da gehe ich lieber irgendwo 2 Stunden duschen oder sowas. Alleine, wenn es sein muss. Kalt. Kalt, ja, wenn es sein muss. Ohne Wasser. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.